Den Kinderschuhen ist sie lange entwachsen. 40 Jahre gibt es jetzt die IWA und Outdoor Classics, die internationale Waffenausstellung in Nürnberg. Wenn 3 von 4 Ausstellern nicht aus Deutschland kommen, kann man wirklich von einer internationalen Veranstaltung sprechen. Von über 1200 Ausstellern haben 6 die Gelegenheit genutzt, ihre Produkte vor der DJZ-TV-Kamera zu präsentieren. Wir sind hier bei der Firma Laser Genetics und insbesondere bei der Firma German Sportguns. Wir sind Direktimporteur für Deutschland für Laser Genetics und ich habe hier die ND3 Laser Genetics Laserlampe in der Hand. Das ist eine spezielle Laserlampe mit einer Einsatzreichweite von 4800 Metern und kann halt zur Tierbeobachtung eingesetzt werden. Das Laserlicht kann von Schwarz- und vom Rotwild nicht gesehen werden und deswegen ist diese Lampe besonders zur Tierbeobachtung geeignet. Diese Lampe ist auch bei Minustemperaturen von minus 18 Grad geeignet, deswegen diese Sub-Zero-Version, die hier besonders empfehlenswert ist. Es gibt auch unterschiedliche Versionen, die auch für positive Grade geeignet sind, aber gerade diese Sub-Zero-Version geht für Temperaturen bis minus 18 Grad. Die hier eingesetzten Batterien sind die handelsüblichen Batterien CR123. In dieses Modell passen jetzt 2 Batterien soweit rein, die dort hier im hinteren Bereich eingesetzt werden. Im Dauerbetrieb ist diese Lampe 7 Stunden einsetzbar. Die Lampe wurde für den amerikanischen Markt hergestellt und hat dort eine sehr große Marktdurchdringung. Und ich denke, dass dies jetzt auch in Deutschland passieren wird. Die Jägerschaft in den USA ist von diesem Produkt begeistert und ich denke, dass auch die Deutschen dieses Produkt in Zukunft lieben werden. Die Firma MAK zeichnet aus, dass sie Qualitätsware in Deutschland selber herstellt. Wir stellen Montagen her und Zielfernrohrlösungen. Dieses Jahr haben wir auf der IWA neu eine Schnellspannmontage für die Helix sowie für die Krieghoff Semprio. Sie ist erhältlich für die gängigen Zielfernrohraufnahmen, die Innenschienen oder von Swarovski. Die Montagen sind entstanden in enger Zusammenarbeit mit den Waffenherstellern, so dass sie auch direkt auf die Waffe passen. Weiterhin haben wir Adapterringe, die auf die Montage aufgebracht werden können. Diese Adapterringe haben Aufnahmen, die es möglich machen, weitere Zubehörteile wie zum Beispiel ein Doctor Sight neben dem normalen Zielfernrohr anzubringen. Als drittes haben wir die MacMillan-Montagen. Das sind Festmontagen für Picatinny-Schienen mit, für Sportschützen und weite Schüsse interessant, 20 MOA Vorneigung. Es gibt dieses Modell auch ohne Vorneigung. MOA ist eine Winkeleinstellung oder eine Winkelbezeichnung, worin man auf weiter Entfernung eine gewisse Schräge beschreiben kann. Wir sind seit über 2 Jahren recht erfolgreich mit der Merkel R10 Helix unterwegs und wir möchten die IWA 2013 nutzen, um neue Merkmale vorzustellen, die der Endkunde, der Nutzer letztendlich für sich, für seine eigene Waffe finden kann. Anfangen möchte ich hier mit dem ersten Modell Explorer. Die Besonderheit an dieser Waffe ist, der Kunde hat zukünftig die Möglichkeit, auch die Merkel R10 Helix mit einer Mündungsbremse zu erhalten. Das schönste Stück dieser Messe unseres Standes ist die R10 Helix in der Ausführung Noblesse. Sie finden hier die Holzklasse 7. Die Waffe verfügt über einen echt vergoldeten Abzug. Sie können auch erkennen den wunderbar geformten Schaft mit Edelholzabschluss und mit dem kannelierten Lauf, was ebenfalls neu für diese IWA ist. Eine weitere Ausführung der R10 Helix ist die Ausführung Alpinist. Sie besitzt einen Kunststoffschaft und eine höhenverstellbare Bagge. Optional kann diese Waffe auch mit einem Zweibein ausgestattet werden. Ganz neu bei Merkel sind auch diese Camouflage-Oberflächen bei der R10 Helix.
ebenfalls auch Alpinist, aber in Camouflage-Ausführung. Ebenfalls ganz neu hier auf der IWA ist unsere R10 Helix Sportster. Die Waffe verfügt über einen sogenannten Lochschaft. Sie hat ebenfalls einen kannelierten Lauf, eine Neuerung auf diesem IWA-Stand und beginnt ab Holzklasse 4. Also für den entsprechenden gezielten, präzisen Schuss. Anlässlich der IWA 2013 möchte ich Ihnen gerne von unseren zahlreichen Neuheiten 4 vorstellen. Das erste Produkt sind unsere neuen Ferngläser aus der BL-Serie, jetzt mit der HD-Glastechnologie. Die HD-Glastechnologie bedeutet für Sie eine noch höhere Kontraststärke und einen noch höheren Transmissionswert. Dazu sind die Gläser sehr leicht und robust und verfügen nun über eine sogenannte Comfort Bridge. Mit dieser Comfort Bridge ist es möglich, Ihr Fernglas nun sehr griffig, einhändig führen zu können. Besonders hervorheben möchte ich das große Seefeld dieser BL-Fernglaslinie. Und zwar, wie bei diesem 8x33-Fernglas, sind es 140 Meter. Besonders stolz sind wir darauf, dass die BL-Ferngläser ausnahmslos in unserem Stammwerk in Wetzlar produziert werden und ab 449 Euro in Kürze im Fachhandel erhältlich sind. Die Firma Minox ist vor einigen Monaten auch eingestiegen in den Action-Kameramarkt und präsentiert zur IWA 2013 ihr neues Modell, die Minox ACX 101. Diese Kamera ist ausgestattet mit einem Full-HD-Video, einer intuitiven Bedienung, ebenso wie mit einem 135-Grad-Bildwinkel. So sorgt diese Kamera für einen ungebremsten Adrenalinschub auch nach ihrem Abenteuer. Umfangreiches Zubehör, wie zum Beispiel Montagekits, lassen diese Kamera über den jagdlichen Bereich also auch einsetzbar sein im Wasser-, Motorrad- und Radsport. Erhältlich wird diese Kamera im Facheinzelhandel für nur 199 Euro sein. Unser umfangreiches Zubehörprogramm wird abgerundet durch ein Unterwassergehäuse. So können Sie zum Beispiel diese Kamera auch bei strömendem Regen ebenso verwenden wie bei Ihrem Tauchgang bis zu 30 Meter. Seit nunmehr 76 Jahren beschäftigt die Firma Minox sich mit der Entwicklung von Kameras. Der Hauptaugenmerk in der Kameraproduktion in den letzten Jahren sind verstärkt die sogenannten Wildkameras. Mit diesen Wildkameras kann der Jäger sein Wild im Revier beobachten und kann diese Kameras sehr leicht im Wald montieren. Unser neuestes Modell, die Minox DTC 1000, verfügt über ein sogenanntes GSM-Telefonmodul. Hiermit ist es Ihnen möglich, Ihre Bilder per MMS an Ihr Mobiltelefon senden zu können, ebenso wie per E-Mail an Ihren heimischen Computer. Abschließend möchte ich gerne noch darauf hinweisen, dass Sie diese Kamera über die jagdliche Nutzung hinaus, also auch noch im Objektschutz verwenden können, so zum Beispiel in Ihrer Jagdhütte oder im Revier. Die Kamera wird in Kürze für 449 Euro im Fachhandel erhältlich sein. Vor einigen Monaten haben wir die neue Minox ZE Zielfernrohrlinie vorgestellt. Diese sind nun produziert und die ersten Modelle werden bereits ausgeliefert. Die charakteristischen Eigenschaften der Minox ZE Zielfernrohre liegen zum einen in den 30 mm Mittelrohren, in der fünffachen Vergrößerung und einem präzisen Absehen mit einem brillanten Leuchtpunkt. Darüber hinaus nehmen die Minox ZE Zielfernrohre im Absehen-Einstellturm eine Ersatzbatterie auf. Die Minox ZE Zielfernrohrserie wird ab 1000 Euro im Facheinzelhandel erhältlich sein. Seit mehr als 10 Jahren entwickelt und produziert die Firma Wartok diamantbewährte Schleifgeräte. Mit dem V-Sharp Classic 2 erreicht jeder ein rasiermesserscharfes Ergebnis. Ein falscher Schleifwinkel gehört der Vergangenheit an. Nach der Einstellung des gewünschten Schleifwinkels von 20, 25 oder 30 Grad kann das Gerät schnell und kinderleicht bedient werden. Ja, ich habe nur gesagt, Moment, danke.
Unabhängig vom Stromnetz werden die besten Schleifergebnisse erzielt. Und das sehr materialschonend. Sogar hochwertige und wertvolle Messer mit härtestem Stahl können mit dem Gerät bearbeitet werden. Durch den intelligenten Aufbau des Gerätes kann es einfach jeder intuitiv bedienen. Die Klinge wird fest an die Messerführung angedrückt. Das ist wichtig. Und mehrmals nach unten durch die gefederten Schleifsteine gezogen. Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis die gewünschte Schärfe erreicht ist. Soll die Klinge noch abgezogen werden, so werden die Schleifsteine einfach umgedreht. Und auch zum Abziehen wird die Klinge mehrmals durchgezogen. Fertig. Die Schleifeinheiten können jederzeit ausgewechselt werden. Den Vergleich mit einem Steinschliff müssen Sie nicht scheuen. Neben dem V-Sharp Classic 2 gibt es auch eine einfachere Ausführung für den täglichen Gebrauch mit einer festen Winkeleinstellung. Alle Geräte von Wartok zeichnen sich durch Langlebigkeit aus. Vor genau einem Jahr präsentierte ich den DOZ-TV-Zuschauern das hellste Optikpaket der Welt. Und zwar die Victory HT Ziefernrohre, wie auch die Victory HT, da habe ich es, Ferngläser. Das hellste Optikpaket der Welt darf 95% Lichttransmission. Heller gibt es nicht, das ist der Helligkeitsrekord. Genauso wie wir im letzten Jahr mit einer weiteren Fernglaslinie für Furore gesorgt haben, den Conquest HD. Alle diese drei Produkte sind, das können wir mit Stolz sagen, von Beginn an ein großer Erfolg geworden. Nicht zuletzt auch durch gute Begleitung der Markteinführung in der Fachpresse. Oft hat man ganz kritisch hinterfragt, sind diese 95% Lichttransmission wirklich sichtbar, mehr Helligkeit? Ist es wirklich ein Endverbrauchervorteil oder ist es einfach nur gutes Marketing von Zeiss? Das hat man in den Berichten oft kritisch hinterfragt und es wurde auch vielfach unabhängig gemessen, was unsere Geräte an Lichtstärke, Lichtdurchlässigkeit leisten. Und immer wurde es bestätigt, dass diese 95% auch absolut reell sind. Ganz entscheidend ist aber, dass wir mit diesen Helligkeitsweltmeistern dem Jäger das geben, was er wirklich braucht, nämlich entscheidende Minuten mehr auf der Jagd. Und zwar im Morgen wie im Abend kontrastreiche, helle Bilder in der Dunkelheit. Wir haben in diesem Jahr unsere Zielfernrohre ausgestattet mit der ASV Plus und der dazugehörigen jetzt neuen Absehenschnellverstellung für die Winddriftkompensation. Das ist natürlich etwas für absolute Spezialisten. Ja, den Wind lesen, den Wind ausgleichen, um auch diese Einflüsse auszuschalten, um auch weite Distanzen, also absolute Long-Range-Distanzen, meinetwegen bei der Jagd in Schottland oder überall da im Gebirge, wo es auf ankommt, beizuschießen, um alle Einflussfaktoren auszuschalten, um Fleck zu halten und Fleck zu treffen. Eine tolle Lösung für den absoluten Spezialisten. Die eben erwähnten Conquest-Ferngläser. Die Conquest-Ferngläser haben wir erweitert durch ein 8- und 10x32 Fernglas. Das ist der absolute Pirsch-Spezialist, würde ich sagen. Es ist extrem kompakt, lichtstark, es ist sehr robust. Ein wunderbarer Begleiter dann, wenn es darauf ankommt, nicht allzu viel um den Hals zu tragen, aber trotzdem gute Beobachtungsleistung zu haben. Das ist unser Sortiment für die IWA dieses Jahres und wir freuen uns über den Erfolg unserer Produkte und wünschen auch allen Jägern da draußen natürlich viel Erfolg damit auf der Jagd und dass sie ein ganz emotionales jagdliches Erlebnis damit haben werden.